Was geht ab, Manu Z-Fighter oder ihr? Und zuerst mal, sorge dafür, dass die letzten Videos nicht mit Facecam sind, weil es kommen gerade sehr viele News raus und das kurzzeitig, beziehungsweise morgens, deswegen versuche ich immer, die morgens rauszuhauen und ich lief dann das Haus, gehe quasi ja in Real Life entgegen. Deswegen ja, um es einfach schnell zu machen, ohne Facecam geht schneller, sorge dafür, aber die Tage ist dann wieder alles normal. Anyways, und zwar haben wir erstmal in der japanischen Version. Zuallererst, es ist leider kein neuer LA hinzugekommen. Ich hatte echt drauf gehofft und mir es gewünscht. Aber die Charaktere, die neuen Charaktere, die Otherworld-Charaktere sind, beziehungsweise also ohne einen neuen LA gekommen. Ich wollte ja da LA Janimba sehen, kam leider nicht dazu. Mehr macht nichts, ist nicht schlimm, war eine Spekulation. Aber sie wurden verdammt nochmal geändert, beziehungsweise gebufft. Wenn wir uns gleich alles detaillierter ansehen, im Vergleich zum globalen Duka-Battle, wie sie auf Global sind. Zuvor würde ich euch gerne mal zeigen, was denn auf Part 2 abgeht, denn wir haben momentan eine Celebration. Von die, übersetzt heißt es Uki Uki, irgendwie sowas. Celebration Anyways, Part 2. Was kam hinzu? Und zwar, ja, Login-Boni, neue Login-Boni, beziehungsweise Special Missions, werden wir uns gleich der Täter ansehen. Das Banner zu den neuen Otherworld-Charakteren ist bereits online, werden wir uns auch ansehen. Sie wurden halt einfach geändert. Gucken wir uns auf jeden Fall gleich der Täter an. Mighty Mask, gefeatured in dem Banner, ist auch online, könnt ihr euch auch gerne ansehen. Story-Event von den Jungs ist auch ebenso online. Wir werden uns auch gleich näher ansehen. Raditz Story-Event ist zurückgekommen, das von Tapion. Story-Event, also die ganzen Sachen werden noch online kommen, ja. Das von Raditz ist bereits online. Und das kommt am 21. um 10 Uhr morgens und das ebenso. Genau, Bulma, ja, Preparation Stage für das ganze World Tournament, kommt am 19. online um 10 Uhr morgens. Cell, eine Sache zum World Tournament. Und zwar ist hier Cell abgebildet. Viele hoffen ja auf Cell Games, das war echt cool auf jeden Fall. Kommt jedenfalls am 22.06. 10 Uhr morgens online. Die Sache ist folgende. In Global haben wir gestern besprochen, dass da das 21. Turnier kommt, aber wir die Preiskarte noch nicht kennen. Die Preiskarten, die uns fehlen im Global Battle, sind zum einen Tech Super Saiyan Goku und Guilty Bardock. Diese wurden jedoch bereits schon lange hinzugefügt. In dem Banner konnte man sie zusammen, beziehungsweise hat man den Goku bekommen, wenn ich mich richtig entsinne. Anyways, was ich damit sagen will, ist, wäre, eigentlich müsste schon quasi in den Daten sein und da kein Platz hatte sein, als wie Saiyaman. Nämlich, die andere Karte, die uns fehlt, ist ein Chi-Chi aus dem 23. Tournament, glaube ich, in JP. Diese jedoch, glaube ich, bleibt so, weil sie kam im Anime zu diesem Tournament, wenn mich alles täuscht. Was damit sagen will, ist, dieser Saiyaman wäre kein Platzhalter, wenn es keine neue Karte ist. Und das Turnier in Global fängt gleichzeitig an mit dem in JP, halt auch am 22.06. Wäre cool, wenn wir quasi auch die Cell Games, wenn die vorgezogen werden. Ich weiß nicht, könnte sein, das ist halt wirklich komisch, dass sie zeitgleich anfangen. Ist mir gestern noch aufgefallen, wie gesagt, 22.06. sowohl in JP als auch im Global World Tournament. In JP geil, nur 2 Tage ging, auf Global einfach viel zu lang, so 4 oder 5 Tage, keine Ahnung. Special Event von Kairot, 25 kommt das Ganze online, 10 Uhr morgens, Rabbids ebenso. Und genau, das war alles Part 1. Ich würde sagen, ich zeige euch ganz kurz die Missionen, was ihr da machen müsst. Ich lese sie euch ganz kurz vor, damit ihr das auch auf jeden Fall checkt. Das ist, wie gesagt, Part 1. Ich werde den Link in der Beschreibung setzen, könnt ihr euch alles gerne anschauen. Bisher habe ich dazu auch ein Video gemacht, könnt ihr euch ansehen. Part 2 Informationen interessieren uns hier quasi. Nummer 23. Wenn ihr eine Story-Event, eine Stage cleared, eine Stage auf einer Story-Event, einmal bekommt ihr zweimal Silber-Herkules-Statuen, fünfmal bekommt ihr einmal Gold, 10-mal bekommt ihr einmal Platin-Herkules-Statue. Wenn ihr eine Stage in 2 Minuten schafft und das ganze 10-mal bekommt ihr ein SR Sleeping Kai. Wenn ihr eine Stage schafft ohne Damage zu bekommen, 10-mal bekommt ihr auch einen. Dabei dürft ihr auch kein Damage bekommen aus den Feldern. Ganz wichtig, passt auf. Wenn ihr eine Stage schafft ohne ein Item zu benutzen, 10-mal bekommt ihr auch einen weiteren davon. Und wenn ihr eine Stage schafft, indem ihr nur Superattacken benutzt, ihr dürft auch keine Konter benutzen oder und ähnliches, sondern nur Superattacken, ganze 10-mal bekommt ihr auch ein Sleeping Kai. Und wenn ihr alle Missionen geschafft habt, alle Special Missionen auch aus Part 1 und Part 2, bekommt ihr 10 Gemstones. Genau, so viel dazu. Schauen wir uns jetzt mal wirklich die Charaktere an, weil sie wurden einfach geändert. Boom. Nämlich hier erstmal, ja, ihr bekommt pro Mutlisam einen der gefeaturten Charaktere. 3 Mutlisam sind für 30 Strengthzones, dann sind 50 und alle LR sind auch in den Bannern. Im Banner selbst sind dann natürlich die neuen Charaktere zum einen Kai und Goku. Wir werden uns gleich die Täter ansehen, was an ihnen geändert wurde. Um ihn zu erwecken, aus vorweg braucht ihr 7 Medaillen von den 9 Story Event und 3 von Kaioken Goku Medaillen. Wenn wir uns gleich die Täter anbetrachten. Boom. Paikwan wurde einfach vom Strength Type erstmal zum Int Type, aber es wurde noch mehr geändert. Für ihn braucht ihr 7 von den Paikwan Medaillen von dem neuen Story Event und 3 von den Strike Event Paikwan Medaillen. Cell hat sich auch geändert, Freeze hat sich ebenso geändert.
King Cold hat sich auch so geändert, deswegen würde ich sagen, switchen wir erstmal das, unser Screen. Und ihr seht schon, das sind 7 Medaillen von dem neuen Story-Event von Goku und 3 von Kaioken Goku von Wochenend-Event Hero vs. Villains Examination Plan. Und bei PyCon sind das 7 von PyCon und 5 von dem Strike-Event von PyCon. PyCon. Was hat sich aber geändert? Wenn wir das Ganze auf Reddit betrachten, vielen lieben Dank für diese nette Zusammenfassung auf jeden Fall an den User. Und natürlich Shoutout an das Subreddit so oder so. Ich werde den Link auf jeden Fall in die Beschreibung setzen, wenn ich es vergesse, gibt mir auf jeden Fall Bescheid, wie immer. Genau, unser PyCon, was heißt ein PyCon geändert? Außen vorweg, vom Strength wurde einfach zum Int-Type, like GG, einfach so. Dann gibt er 20% zusätzlich auf seinen Leader-Skill, also 20% mehr auf Attack, Death und HP für die Int-Charaktere. Seine Passive auf Global ist, dass er 70% Angriff hat und jeden Gegner seine Verteidigung um 30% senkt. Auf JP ist das 100% auf seinen Angriff und 50% Minus. 30% mehr auf seinen Angriff. What? Dann wurden seine Linkskills jedoch, also das ist ganz klar ein Buff, okay, das ist ein sehr solider Buff. Aber seine Linkskills wurden geändert, nämlich hat er Supreme Warrior hinzubekommen. Ist nicht so doll, Key plus 1. Und Shattering the Limit statt Prepared for Battle und Fierce Battle. Das an der anderen Stelle ist ein Nerf. Also irgendwie haben sie ihn ausgeglichen, ja. Passive wurde sehr gut gebufft. Aber links wurden sehr gut genervt. Warum? Prepared for Battle ist wirklich sehr, sehr wichtig. Haben sehr viele Units. Verliert er. Fierce Battle gibt 50% auf den Angriff. Er hat zwar quasi durch die Passive Angriffboost bekommen, verliert jedoch dadurch Synergie. Denn viele Charaktere, die Fierce Battle haben, bekommen es jetzt von ihm nicht quasi, wenn ich das so sagen darf. Bekommen stattdessen Shattering the Limits. In seinem Fall ist es, denke ich mal, schon klarer Nerf in Sachen Linkskill. Bei Goku kann es die Linkskill, da haben sie auch nämlich Fierce Battle weggenommen. Für Shattering Limit, wenn wir uns gleich ansehen, wäre das ein Buff. Warum? Kommen wir gleich drauf zurück. Aber wie gesagt, bei PyCon Passive auf jeden Fall ein solider Buff. Linkskill, ja, kleiner Nerf, wenn ich ehrlich bin, kleiner Nerf. Super Saiyan Kaioken Goku, und zwar gibt er 20% mehr HP Length auf die physischen Charaktere. Da wären wir bei Erweckt an der Stelle. Symbol erweckt anstehen. Keep plus 2 HP Attack und 70%, wie es hier steht. Und was hat sich bei ihm noch geändert? Er tut nur noch, wenn er ultet, macht immer noch Immense Damage, aber verliert dann 5% HP statt 7% wie auf Global. Dann wurde seine Passive sehr, sehr gut geändert. Nämlich, auf der globalen Seite war das so, dass er eine bestimmte HP haben musste, um seinen Passive zu bekommen. Auf Global war das Keep plus 3 und 100%. Jetzt bekommt er einfach Keep plus 4. Immer als Side of Turn und 120% auf den Angriff. 120% immer als Side of Turn und hat eine Medium Chance, gegnerische Angriff zu dodgen. Wow. Richtig guter Buff. Okay. Aber statt jetzt Battle bekommt er Shattering the Limit. In seinem Fall, wenn man es im richtigen Team spielt, sogar ein Buff statt ein Nerf. Okay. Weil, okay, er bekommt 20% hat er durch die Passive so hinzubekommen, durch einen Buff. Verliert jedoch Fierce Battle, bekommt Shattering the Limit hinzu. Ich meine, sein Linkskill-Setup war so oder so gut in Sachen Key. Jetzt wurde es in gewissen Teams besser. Weißt du warum? Wenn ich darauf zurückgreifen darf. In Pure Saiyan-Team, er ist in der Pure Saiyan-Kategorie, ist er wirklich ein sehr guter Buddy für Super Saiyan 3 LR Goku, für LR Bardock und für LR Majin Vegeta. Denn er hat Over the Flash in seinem Kit und nimmt jetzt zusätzlich noch Shattering the Limit dazu für die ganzen LR-Units. Also, wenn man ihn richtig spielt, auf jeden Fall auch ein Buff an der Seite. Genau, dann haben sie an Angel, Freezer haben sie auch, Cell hat sich geändert, um es kurz zu fassen. Angel Freezer, den wir gesehen haben, bekommt jetzt einen Ultet 100% auf seinen Angriff und 80% auf die Verteidigung statt nur 90% und hat jetzt keine Rare Chance auf seinen Angriff, sondern Erase Attack, also das ist auch ein sehr solider Buff. Cell bekommt mir zusätzlich, also abgesehen von Leader Skill, die jetzt nicht vorkommt, werde ich auf jeden Fall gerne ansehen, ich betrachte die Passive, bekommt man zusätzlich für jeden Key, den er einsammelt, mit 5% Verteidigung dazu. Der Free-to-Play Super Saiyan Goku Angel hat sich auch geändert, nämlich von Int zu Strength. Also sie haben PyCon Typus und seinen von Free-to-Play geändert. Vertauscht, besser gesagt. Leader Skill ergibt von, geht von jedem Typus HP 30%, gibt er nun, also das war auf Global, da hat er jeden Typus HP und Attack 30% gegeben, gibt er nun Super Strength Type, Keep plus HP 50%, als Free-to-Play Unit sehr solide. Super Attack macht uns Supreme Damage statt Extreme Damage ohne Buff, also ohne Buff bei der Ulti, ohne Effekt. Passive Skill, Key plus 4 und Super High Chance, dass er Attack plus 80% bekommt und Death plus 40%. An der Stelle für ein Free-to-Play-Unit gar nicht mal so schlecht. King Cole hat sich auch an der Stelle auch geändert, könnt ihr euch auf jeden Fall gerne ansehen. Wenn wir zum Abschluss noch das Event sehen dürfen, dann seht ihr es in 3 Stages. Auf Stage 1 droppt der Free-to-Play-Goku. Diesen könnt ihr erwecken mit den Medaillen, sowohl als auch PyCon.
Genau, die Medaillen braucht ihr, wie gesagt, für den physisch Goku, Super Saiyan Kai und Goku und für PyCon unter anderem. Und ja, da droppen auch gute Training-Items, die geben wirklich sehr, sehr viel Experience. PyCons Hut würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, das zu farmen. Ansonsten, was haltet ihr von den Buffs bzw. Nerfs? Ja, bei PyCon vielleicht links den Nerf. Bei Goku kann ich auf jeden Fall sagen, war ein solider Buff overall. Was haltet ihr davon für die anderen Charaktere auch? Seid ihr da zufrieden? Ich meine, Global hatte auch damals im Unterschied zu JP einen Buff erfahren, das war Goku Black. Warum haben sie das gemacht? Nun, ihr müsst euch so vorstellen, diese Charaktere gibt es schon sehr, sehr lange in Global, kamen jetzt erst in JP raus und irgendwie muss man sich schmackhaft machen, damit man die Jungs dafür ziehen. Und so sind sie auf jeden Fall schmackhaft, also bei allem Respekt dieser Goku hier, der ist sehr, sehr solide geworden. Bei PyCon, dass er super int geworden ist, er war für Super Strength wirklich ein sehr guter Unit für ein Team, auch für Super Battle Road, jetzt für Super Int kann man auf jeden Fall auch spielen. Aber ich war da mehr von ein Fan davon, dass er ein Super Strength Charakter war und vor allem, dass er Prepared for Battle hatte. Anyways, was hattet ihr davon, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch dementsprechend alle Informationen näher legen. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.